Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Sportfonds des Kantons Basel-Land. Mein Name ist Esther Keller und ich bin Präsidentin von Beachvolley Uptown Basel. Wir haben den Verein vor einem Jahr gegründet, eigens um die Zwischennutzung hier zu machen. Und mittlerweile haben wir schon über 130 Mitglieder. Wir brauchen jeden einen Ball. Und dann machen wir hier so einen Rundlauf mit verschiedenen Bösten, verschiedenen Aufträgen. Hier wird täglich trainiert, und zwar von Leistungssportlern, von Nachwuchstalenten, aber eigentlich kann jeder. Also es ist offen für den Breitensport. Die jüngsten Mitglieder, die hier im Sand umeinander rennen, die sind etwa 10 Jahre alt. Die ältesten, die sind weit über 60. Wir haben zwei grosse professionelle Beachfelder und hier nebenan die kleinen sogenannten Kids Courts, wo der Nachwuchs trainiert. Also wir machen ein bisschen Block-Defense und der Nathan achtet darauf, dass beim Blocken voll line springt, so hoch wie er kann. Das sind der Nathan und der Timon und sie trainieren hier für internationale und nationale Turniere. Der Nathan und ich spielen seit 5 Jahren zusammen und unser Ziel ist die Jugendolympiade dieses Jahr in Argentinien. Wir haben hier neben den Feldern auch eine kleine Lounge, wo die Leute sich austauschen und sich begegnen können. Dank Swisslos können wir auch im Winter Beachvolleyball spielen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.